Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Among Us. Heute mit dem Reaper, der Sensenmann, der Seelen sammeln kann und sich dann in den Tod verwandeln kann. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Viel Spaß mit der Episode. Let's go. Wir spielen mit dem Reaper. Und mein Mikro, sorry Leute, hängt nicht richtig. Wie peinlich! Oh, das ist so cringe! Sie hat sich gemutet. Moini, Leute! Oh mein Gott! Nein, ich habe Elina gerettet. Moini, Leute! Ja, aber hat sie jetzt müssen wir ein bisschen Imposter, also ein bisschen Test, hat sie jetzt einfach so anmod oder ist sie jetzt Imposter oder Reaper? Ist eine Imposter-Runde. Meinst du? Ja, aber sie wird immer aufnehmen, glaube ich. Das war ein Imposter. Die macht nur Imposter-Runden. Nein. Aber mach ich nicht. Ja, aber sie macht das schon lieber, die Imposter-Runden und öfter. Nö. Auf jeden Fall ziemlich awkward. Boah, ich hab Gänsehaut, warte mal kurz. Ich hab Gänsehaut. Das war so peinlich. Wir können ja so tun, als wenn wir das nicht gehört haben. Das war so peinlich. Hey, warte mal, hä? Ich hab nichts gemacht. Was ist passiert? Ich bin tot. Hä? Hey, da stand gerade da, dass sie Lida umgebracht hat. Ja, ich dachte, ich bin. Ich auch. Leute, nicht bewegen, bewegt euch nicht reden. Wir sind doch im Voting Screen. Könnt ihr mal voten jetzt hier? Können wir mal alle passieren? Warum hat die Lida gerade den Lida umgebracht? Ich hab dran geklappt, das nicht. Hä, was ist das? Ja, die hat sich tot, die hat sich in die Tod gecringed. Die hat sich selbst vergraben, ey. Unterm Charme begraben. Hä, aber warum hat sie sich jetzt gerade selbst umgebracht? Das war gar keinen Sinn, Alter, hä? Wir haben doch nur den Reaper. Ich habe gar nicht erklärt, dass der kann, aber der kann auf jeden Fall nicht jemanden dafür bringen, dass er sich selbst umbringt. Das steht auf jeden Fall mal fest, Alter. Was ist da gerade passiert, jo? Der Reaper kann, wie der Name ja schon sagt, der Totenbringer sozusagen, der kann Seelen sammeln. 2 Stück muss er sammeln. Das kann ja wie folgt. Er sieht, wenn zum Beispiel jetzt jemand getötet wird, sieht er so einen Pfeil, ist sehr, sehr OP, ist auch eine neutrale Rolle, hat also nichts mit Crewmates zu tun, hat auch nichts mit Imposter zu tun, gewinnt für sich selbst, ist quasi wie ein drittes Team, ne, kennt ihr ja. Und wenn er 2 Seelen gesammelt hat, das heißt, er muss zu einer Leiche hinlaufen und dort die Seele sammeln, ist aber natürlich direkt relativ sus, wenn er reportet, weil naja, er weiß ja, wo die Leiche ist und er weiß auch, wann gekillt wurde. Sehr, sehr stark, ne? Hat er 2 Seelen gesammelt, ist er unkillbar. Dann verwandelt er sich in den Tod. Das sieht man aber nicht. Aber dann ist er der Tod und ist ab dem Zeitpunkt unkillbar. Er kann nur noch besiegt werden, indem er, Kenny ist übrigens ein Hotdog, habt ihr das gesehen? Indem er rausgevotet wird, ne? Problem ist hier aber, ihr seht diese Raffinesse schon. Dass er unkillbar ist, wissen natürlich nur, Darth Vader mit Dacko, wissen natürlich nur Imposter. Und ein Imposter kann ja... Nein! Oh, da ist aber Big Sus. Kamst du von unten oder Flo? Ich kam von unten, glaube ich. Die habe ich gerade noch gesehen. Ich auch. Die war doch im Lager und dann ist sie nach links. Wer ist ja rein? Ich war doch mit wem eigentlich? Mit Flo, mit dir war ich eingesperrt, ne? Oder? Ja. Wer ist da reingelaufen, als wir raus sind? Candy und noch wer? Candy und ich sind da rein. Okay, wilder Call Flo. Pink Lila meine ich. Wer hat reported? Logo. Ich. Achso, okay, wir sind ja zusammen da hingelaufen, klar. Und wo lag Lisa jetzt, genau? In Electric direkt am Eingang. Wir dürfen halt nicht vergessen. Ja, die war vor einer Millisekunde noch bei Lager und hat aufgetankt und dann ist sie direkt nach links weiter. Ich kann was sagen. Dann sag. Gerade 2 Sekunden vor dem Report war ich in Camps. Wo genau lag die Leiche? Genau am Eingang von Electric. Eingangsbereich Electrical, aber schon im Raum. Ich war nicht einmal Electrical die Runde. Was kannst du denn sagen, Flo? Ja, schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, dass Candy Lager war. Ja, also ich kann das sagen. Ja, ich war mit Candy in Lager. Candy war so 2 Schritte vor mir. Ja, guck mal. Okay, Flo, ja, dann ist wieder safe. Dazu? Dann ist wieder safe. Ja, nimm das zurück. Gibt's vielleicht irgendeine Rolle, die man, also, nee, oder? Nee, es gibt nur den Reaper. Also, wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben ja 2 Feinde, ne? Den Imposter, also 3. Und den Reaper, ne? Aber Logo Logo ist jetzt nicht gezielt da. Na gut, außer er hat den Pfeil dahin gesehen. Das kann natürlich sein. Warum aber bist du da hingelaufen? Ich bin allgemein die Runde. Aber das, also es sah jetzt nicht sass aus oder so. Nein, du bist umgedreht. Du bist genau auf meine Grundsätzlich, aber nur als kleiner Hinweis, er kann auch den Kill gemacht haben, gewendet sein und mir von Camps dann entgegengelaufen sein. Aber du bist ja auch du. Ich bin auch sass. Ja, ich bin auch sass, klar. Also Ben ist auch sass. Nehme ich hier nicht festhalten. Gambo, was hast du gemacht, die Runde? Ich war eben, warte,
über Navigation Shields Richtung Storage, wollte dann weiter, aber dann war, was war, war das Lights? Ne, Lights war am Anfang und dann ja bin ich halt von Lower Engine Richtung Storage und bin da jetzt mit Candy. Gehen wir Stand jetzt aus, dass Selina Imposter war eigentlich? Das wollte ich auch gerade fragen. Oder war das nur normales Moini? War das ein Imposter-Moini? Was würdet ihr sagen? Imposter-Moini. Haben wir nach einem normalen Moini vor, muss ich sagen. Ja, für mich sah das auch nach einem normalen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Immer noch Gänsehaut, sogar immer noch jetzt, ne? Keine Ahnung. Ich bitte auch meine Stimme einfach blurren oder einfach pitchen oder so. Ich will da nicht dabei sein. Warum kassiere ich zwei? Okay. Also Logo fühle ich. Du hast dich selbst gehasst. Wir waren da beide an der gleichen Stelle. Na, das stimmt, aber ich bin's ja nicht. Ja, okay. Meint ihr, Logo hat da eine Seele collected? Oder wollte eine Seele collecten? Könnte sein. Was kann ich hier einstellen? Hä? Okay, das ist Hacker-Sachen, das gucke ich nicht an. Ja, okay. Entweder also zwei Imposter, ein Reaper oder ein Imposter, ein Reaper. Je nachdem, ob Selina halt war oder nicht, ne? Kenny tut da wieder so, als ob er die Zeit von dieser Task wüsste, Alter. Und labert er wieder irgendeine Grütze. Habe ich es da gerade so gelaufen, wie wenn man läuft, wenn man das Sabotage-Menü auf hat? Fühlt ihr? Grundsätzlich, wenn jemand reportet, ist das warum sind die so? Ist da einer gewendet, Alter, oder? Ist das immer sus, weil der Reaper kriegt ja den Kill angezeigt. Das heißt immer relativ. Oh Junge, hey, wie sehen die alle aus eigentlich? Junge, Flauschi hat einen kompletten Schlafanzug an. Ja, alle jetzt schön zu den Lichtern hinlaufen, wie die größten Dullis, Alter, wirklich. Ampelsyndrom, ich sage es doch immer wieder. Weil ich Candy nervt so rum, ne? Der macht dieses dicke Hotdog-Würstchen, Alter, macht seine Task wieder nicht. Ich bin so sauer, ne? Nein! Candy, kannst du mal aufhören, mich zu beschatten, als ob du da irgendwas sehen würdest? Wait, wir könnten, glaube ich, Ausschlussverfahren jetzt machen. Ja. Warte mal, Flo, wo kamst du denn gerade her? Ich habe Reactor gerade gestartet. Und davor? Hast du gerade gesagt, gestartet? Hä? Warte mal. Was? Das ist richtig, wo Flo herkam. Warte mal, Leute. Flo, von wo kamst du? Ich starte gleich O2. Ich kam von unten, bin den anderen ent... Nee, warte mal. Du kamst von oben gerade. Du bist mir noch entgegengekommen. Ich weiß ehrlich nicht, aber ich bin richtig vielen Leuten entgegengelaufen, die Light fixen wollten. Ja, von oben, dann war ich bei Lower Engine, hab einen Task gemacht, alle kamen mir entgegen, ich bin aber hoch und hab Reactor gemacht. Ich war rechts und Flo war der einzige links, alle anderen waren bei Light. Es waren doch vier Leute in Matt. Das ist doch irgendwie... Wir waren als Übergruppe in Electrical. Aber war Ben die ganze Zeit bei euch in Electrical? Die ganze Zeit? Was hast du? War eine richtige Traube. Wir waren am Licht und dann hat's aber leider kurz bei mir geleckt, als ich um die Ecke gegangen bin. Wir waren dann da hinten bei den... Du bist durchgelaufen, Ben. Ich bin nach. Hä? Also wartet mal, Kenny, also was kochst du jetzt hier gerade? Wir sind alle zusammen in Electrical rein, dann seid ihr zu fünft an Licht, dann dachte ich mir, bin ich jetzt nicht der sechste Vollidiot, der sich auch an Licht stellt, dann bin ich direkt weiter hochgegangen, hab die Task gemacht, was du dann auch 30 Sekunden danach gesehen hast. Also, aber Flo, hast du die Leiche einfach nicht gesehen? Oder warum hast du die nicht gesehen? Ich glaube, es ist ein Self-Report. Wo liegt denn jetzt genau überhaupt die Leiche? Ich war Reactor. Ja, du hast ja gerade Reactor. Also, warte mal, Flo kam von oben. Gestartet? Hä? Ja, Flausch, ich vote ihn. Keiner hört dir zu, ich vote ihn. Ja, nee, ich hab Flauschi zugehört, aber Flo hat sich auch. Flo hat auch plötzlich Amnesie, weiß nicht, wo er langgelaufen ist. Wo lag denn überhaupt die Leiche? Digga, aber Engine Fabi, hast du noch alle? Ich hab alle. Also ich glaube, Flo ist Imposter, Elina war der andere Imposter und Flauschi ist Reaper. Nein, trust, please. Ich glaube auch, Flo ist es, der Reactor gestartet. Nee, warte mal, dass er 7 von 10 weiß, ist aber ein Ding, weil das ist die erste Runde, die wir spielen. Aber eigentlich ist es eine Kackanzahl zum... Nee, dass er das jetzt aber wusste, dass das angezeigt wird. Ist zwar jetzt auch wieder ein Abuse, aber gut. Dann hätte ja keiner die Regeln. Nein, ich kann es aus meinem Gedächtnis von der nächsten Runde hätte man sehen können, Ben. Ja, das ist true, aber Flo war bei den meisten Testungen gar nicht dabei. Er hat nicht 7 von 10, das war komplett gelogen. Hab ich. Flo, ich kenn dich, du lügst. Es ist Candy und Flauschi. Please, Flauschi. Ja. Oh Mann, das ist hier so. Ja, Candy hat mich influenced, ich muss zugeben. Ich wurde von Ben influenced. Hä, ich hab da gar nichts gesagt. Flauschi, das fühle ich aber ein bisschen, muss ich sagen. Wenn du von dir das Flauschi ist Reaper, safe. Ich sag vor allem safe, Alter, hab keine Ahnung. Ne, der Reaper muss halt schon auch, also, das ist ja jetzt kein Spaß. Der Reaper muss, um gewinnen zu können, er muss keine Seelen sammeln, so gesehen, ne? Aber es wäre schon nicht schlecht halt. Also, er muss eigentlich auf die Leichen zu und sich die zwei Seelen schnappen. Und das kann er nur von einem Dead Body, der vor ihm liegt. Also, er muss proaktiv auf die Leichen zugehen. Das heißt, dass man dann natürlich zur Leiche hingeht, Seele sammelt und direkt reportet, weil man läuft ja da nicht einfach, also man kann natürlich weglaufen, aber ist schon, da kriegt man direkt den Imposters, hast du mal da gesehen wird. Ist schon halt wahrscheinlich, dass Flauschi da jetzt proaktiv hingegangen ist, um das um die Seele zu sammeln. Also das ist schon klar.
Warum hat die eine Gans, die ihr der Lord? Gumbo Gaming! Ah, ja. Juhu! Ich hab grad Simon Sass gemacht und er hat einfach im Gang Candy weggehauen und wollte nach unten gerade zum Report, weil er dachte, ich sehe es nicht, weil ich in der Task bin. Das geil, Gumbo! Ja, du brauchst gar nicht versuchen, mich jetzt zu beschuldigen. Waren die Camps an? Nein, waren sie nicht. Du warst nicht in den Camps eben drinnen. Die waren vor 10 Sekunden an, aber jetzt nicht mehr. Ich war in Camps drinnen. Gumbo weg. Im Gang Gumbo weg. Candy weggehauen. Hör doch wieder auf deine Familie jetzt. Auf geht's, Gumbo. Wolltest du nochmal in den Vent unten reinhüpfen, weil du dachtest, ich hab dich nicht gesehen. Das ist schlecht, wirklich. Und tschüss. Aber also, juhu, es lebt ja mindestens noch der Reaper jetzt safe, außer er wurde gekillt. Ich hab's so geil auf meinem POV gesehen. Okay, aber ist jetzt vorbei oder ist der Reaper? Ja, okay. Ja, die Sache ist, jetzt wird's halt tricky, Alter. Lebt jetzt noch ein Imposter? Lebt kein Imposter mehr? Lebt nur noch der Reaper? Und wenn ja, wer ist der Reaper? Problem ist, der Reaper kann... Na, warte mal. Aber der Reaper kann ja jetzt gar nicht mehr gewinnen, oder? Weil der Reaper kann ja nicht töten. Also, oder? Weil ich checke, ich muss gerade gucken, ob der Reaper überhaupt noch gewinnen kann. 4, 5, 6. Ja, wir können jetzt einfach die Task zu Ende machen. Und der Reaper kann ja nur gewinnen, indem wir jetzt quasi, weil er kann ja nicht töten, indem wir die anderen rausworten. Nee, er kann ja Rollen übernehmen. Der Reaper kann ja Rollen übernehmen. Das habe ich ja ganz vergessen. Das heißt, er wird jetzt als so ein Poster natürlich Kills machen können, wenn ich es jetzt richtig gecheckt habe. Okay, Flauschlis an den Cams. Ich würde sagen, einfach Task zu Ende machen, wirklich. Also gar nicht hier irgendwie, gar nicht hier Stress anfangen, ey. Vielleicht haben wir auch Glück und der Reaper, das ist ja die erste Runde, der checkt nicht, dass er die Rollen irgendwie tauschen kann. Und der weiß jetzt nicht, dass er killen kann. Das wäre natürlich, oh, das so. Okay, ist gut. Ja, Bro, wir würden einfach verlieren jetzt, wenn ich es nicht gemacht hätte. Guck mal, hier kommt keine Sau hin. Yo. Ist jemand tot vielleicht? Ich glaube, ich mach mal ein Meeting, Alter. Ich weiß nicht, was hier passiert, nämlich gerade. Nee, es leben doch alle. Logo ist noch nicht hier. Ja, irgendeiner macht wieder die Aufgaben, nicht wirklich. Irgendeiner, sofort anscheinend, wenn der tot ist, geht der sofort weg und schiebt sich einen Schokopudding rein oder so. Ja, es wird hier nonstop gespammt, ne? Okay, interessant. Eine Task habe ich noch. Na gut, das ist ja nicht aktualisiert. Das ist ja nicht der Fortschritt. Wo ist meine Task? Ach hier. Hä? Ach hier, Event. Das heißt, wir haben schon deutlich mehr als das hier. Ich drück mal. Ja, okay. Microphone activated. Logo war der Reaper. Aber warum haben wir jetzt gewonnen? Ja, wir haben gewonnen jetzt, ne? Ach, weil wir alle Tasks geschafft haben. Ja. Okay, das war ja eine unspektakuläre Runde. Hat Logo bis auf den Tod von Elina random nicht viel machen können. Aber dann kann anscheinend der Reaper einfach auch killen. Ist ja auch, also klar, muss ja irgendwie auch gehen. Sonst könnte er ja nicht gewinnen, wenn alle Imposter dood sind, ne? Ist ja klar. Oh, Logo. Yo! Microphone activated. Logo, ich hab's auch gesehen. Logo? Ja, was genau. Habt ihr gesehen? Lisa glowed. Was? Das war ein Witz, ich hab gar nichts gesehen. Die hat, das ist die Spawn Protection. Das ist die. Ach so, das ist die Goldkette. Die Person, die als erstes gekillt wurde in der letzten Runde, ist jetzt, darf nicht als erstes gekillt werden. Der, das ist so eine Protection. Ach so. Oh Mann. Digga, Logo dachte auch, der hat da was gesehen, Junge. Drücken, Logo, drücken. Warum kriege ich denn dafür zwei Rollen? Einmal aus Prinzip. Ja, es gibt drei Rollen. Also die Wahrscheinlichkeit, jemanden zufällig zu hitten, ist ja auch nicht null, ne? Moini, diesmal wurden wir nicht erwischt. Junge, was ist bei Electrical bei mir? Hä, 4 Tasks, Junge. Jede Task, die es da gibt, bekommen, ey. Oh, was ist das denn? Communications und man verliert seine Farbe, ey. So, dann hier mal den Download fertig machen. Bupp. Dann hier Ditte fertig machen. Bupp. Ditte hier fertig machen. Bupp. 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 Boah, nice. Hä, wie lange ist dieser an diesem Ding eigentlich dran? Ich habe hier komplett gefatfingert. Mucki, komm her. Einer campt Cams, Gumbo macht da irgendwas. Fabi macht da wirklich dieses, was weiß ich, was der da ewig macht. Der wartet durch, bis die Probe fertig ist. Okay, hat Fabi sich jetzt in Reihe gestellt? Nee. Übel sass, Alter, irgendwie, oder? Junge, Elina, wie hüpft die eigentlich rum mit ihrem Relaxo, Alter? Das hat gar keine richtige Animation. So, zack. 1, 2, 3, 4. Ah, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Leute. 1, 2. Ey, wartet mal. Nee, Bruder, weil ich so schnell machen will. Simon Says Task. Ist das drei Leute gleichzeitig? Haben sie aber auch wild. Oh, ich kann nicht, Leute. Ich kann nicht O2, bitte. Hä, es war doch richtig. Schlauer Kill. Oh. Richtiger Kill. Aber langsam gekillt, ne? Wenn man von Weapons runtergeht, ja, eigentlich nur da am Gang. Genau auf der Kreuzung zwischen. Er war nicht in Camps. Lisa ist Reactor links mit mir langgelaufen. Wer war denn dann die ganze Zeit? Ach, okay. Ja, es ist halt, also es ist halt langsam. Also wir haben ja die Hälfte der Aufgaben und über die Hälfte sogar. Das ist aber langsam. Und erst ein Kill. Oder Bände erstmal. Nee, Flo ist auch so ein Nicht-Killer, das habe ich gemerkt. Nicht-Killer.
Ich bin, was bin ich für dich? Ja, ich hab mich nicht gesehen. Junge, ich hab nach vor euren Augen die letzten Runden irgendwann mal gekillt. Nach meiner Fail-Runde hab ich mit Candy, war ich da mit dir im Imposter und dann hab ich darauf gehofft, dass du Kills machst, weil ich hab mich wirklich nicht mehr getraut nach dieser Leistung. Aber da ist wirklich 10 Minuten gar nichts. Das war vor der Kamera. Da ist mit 10 Minuten gar nichts passiert. Flo nicht einen Kill gemacht. Wenn ich glaube, du vergisst den Kamera-Kill. Ja, ja, der war wild. Das war ein wilder Kill auch, ja. Aber eigentlich dumm, dass ich reportet habe. Ich hätte einfach wegrennen müssen und Candy killen müssen, aber andere Geschichte. Ich kann nur Lisa helfen für die Runde. Wir haben keine Beweise. Hey! Da wurde wirklich Flo gewotet und Logo. Moini. Oh Mann, warte mal, das ist jetzt aber nervig. Junge, easy, die macht sich's doch einfach. Ich hab über Muckiare, ne? Easy macht sich's doch einfach, Alter. Die geht dann einfach da nicht hin. Ich scheiß da drauf, wirklich. Hauptsache, die anderen machen's. Mann, ey. Sonst hatte ich ja immer wenigstens ein, zwei Leute auf dem Zettel stehen, die es nicht sein können. Aber hier ist ja wirklich auch Quark mit Soße irgendwie. Ich habe halt alle Tasks fast, ne? Ich war schon schnell. Imposter ein bisschen gepennt. Ich gehe mal Electrical, mal gucken, ob da ein Kill passiert ist. Aber irgendwie in letzter Zeit gar nicht mehr so viel. Okay, da kommt dieser raus. Vielleicht ist da ein Kill drin. Aber, ja, nee, hab ich ganz vergessen. So, vielleicht haben wir ja hier irgendwie. Ach nee, hä, woher? Agamo ist auch tot. Hä, aber, hä, Mann. Nee, warte, ich will Flauschi, wer, okay. Aber warte mal, wer läuft jetzt zu meiner Leiche, ist die Frage. Weil der ist ja höchstwahrscheinlich dann der Reaper. Weil der kriegt ja jetzt den Kill angezeigt. Okay, jetzt O2. Ach, hier liegt Gambo. Ah. Hä, aber warum kommt der Reaper nicht hier hingelaufen? Oder der Reaper ist schon tot, das kannst du natürlich haben. Das müssten wir eigentlich gleich sehen im Voting-Screen, wer Reaper ist. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil er muss eigentlich tot sein. Er würde ja sonst die Seelen hier collecten. Er hätte mit Cooldown sogar direkt zwei. Du kannst im 20-Sekunden-Abstand ja zwei collecten. Dann kannst du direkt ja beide schnabulieren, ja. Ah, Lisa ist, glaube ich, hier auf der Spur. Lisa ist auf der Spur. Ja, kann aber auch Zufall sein, ne? Nee, okay, sie hat direkt reported. Mal gucken, wer. Oh, Ben! Nein! Oh. Oh. Dann kann es nur Fabi sein. Fabi ist okay. Hä, hey, warte mal, Lisa, was? Ah, Candy. Nein, von Chats. Gambo liegt direkt vor Camps. Oh, Camps. Ich bin gerade auf dem Weg, ich bin gerade also über Medbay da. Vor dem Bildschirm. Und Ben? Hat Ben irgendwie niemanden gesehen? Nee, ne? Ben ist wo war Ben das letzte Mal? Achso. Keine Ahnung. Nee, Ben ich hab den irgendwo ich, das letzte Mal Antrieb unten gesehen, aber ich bin mittlerweile schon Navigation, also das ist schon sehr lange her. Das ja, aber warte mal, Elina war doch Weapons oben eben ganz kurz noch und Logo glaube ich auch irgendwo, oder? Easy glaube ich war auch irgendwo oben rechts. Das heißt, es kann eigentlich, ich bin jetzt dahin gelaufen, Flo habe ich gar nicht gesehen, muss ich glaube ich. Ich komme von unten und war am Ende bei Weapons. Kann das einer von euch bestätigen? Ich hab da Flo nicht gesehen. Ah, guck mal, jetzt sieht man schon die Lager, dann hoch. Ich bin bis Weapons gelaufen, oder? Melina hat ein bisschen gechillt, okay, Logo hat. Es also könnte halt eigentlich nur Flo oder, ja, wir können, oder wir Lisa mit einem Self-Report sein. Na, oder aber du, dann hätte ich dich doch. Na, aber ich bin ja nicht, also ich bin ja noch mit euch irgendwie, ich bin nicht mal in Security, ich bin jetzt noch in dem Gang Medbay. Also ich bin noch nicht mal hingekommen. Also prinzipiell ja, aber ich bin jetzt so schnell nicht gelaufen. Aber Fabi, wir waren vorhin doch auch lange alleine, also ich hätte dich... Ja, deswegen, also du hättest mich eigentlich... Und für den ersten Kill war es halt safe, aber also das heißt jetzt für den zweiten nichts. Sein? Eigentlich kann es nur Flo oder Lisa den Kill sein. Den wichtig, ersten wichtig, Kill kann wichtig, Lisa auf jeden Fall nicht gemacht haben. Hör mal zu, wie viele Tasks habt ihr noch? Wer ist das? Mir fehlt einer. Mir fehlt einer, sagt er. Dann lass durchziehen. Ich kann das durchziehen. Dann ziehen wir durch. Hä, warum? Aber Flo ist auf jeden Fall Sass und Lisa. Wenn die jetzt einen Double-Kill machen. Oh, man sieht die Votes. Ja, Lisa, es tut mir leid. Achso, nur ich sehe die Votes, glaube ich. Nur ich sehe die Votes, weil ich tot bin schon. Gut, das ist natürlich unlucky für Candy, wo der als Reaper einfach gebrochen. Ja, du musst halt diese Seelen sammeln, da bist du halt unkillbar irgendwann, ne? Aber dann machen wir mal die Aufgaben fertig, damit es jetzt hier nicht an uns liegt. Oh, nee, warte mal, das ist keine Aufgabe. Oh nee, wir haben Simon Says noch, kann das sein? Ja. Oh, das ist quatschig, das ist unsere letzte Aufgabe, okay. Oh Mann, hä, dumm. Mann, ich will die Kills sehen, aber ich will auch die Task machen. Ja, ich denke eher, wenn jemand einen Kill macht, dann Flauschi. Also gucken wir mal Flauschi zu. Zack. Hä? Nein, wer war Cafeteria oben? Wer ist da langgelaufen? Digga, wer ist gerade mit mir Cafeteria oben langgelaufen? Ist das krank? Ich bin hinter dir hergelaufen. Okay, warte mal. Easy. Lisa ist Security. Alter, seit langer Zeit mal wieder das Imposter gewinnen können. Seit sehr langer Zeit. Es war so ein hellroter. Ja, nee, Easy ist Cafeteria oben. Dann muss es Flauschi sein. Elina fehlen zwei Tasks noch. Elina noch zwei Logo noch rein. Also, die liegt halt jetzt genau bei Admin und ich bin gerade vor Easy langgelaufen. Weil ich dachte mir noch, ob ich irgendwas gesehen habe, weil ich war in den Camps drin und da hat man so ganz
Irgendeine. Ich weiß jetzt auch nicht, also wo. Logo, wo warst du? Gerade. Bin auf dem Storage, bin jetzt Richtung Weg-Cafeteria. Ich muss meine letzte Taste in MadBay machen. Das abholen. Dieses Testergebnis. Hast du geskippt oder hast du Flauschig gewotet? Ja, Flauschig gewotet. Aber warte mal, es könnte ja auch Flo sein. Wie könnte ich sein? Aber woher weiß Logo, dass Flauschig ist? Ich habe Flo und Flauschig reinlaufen sehen. Das Ding ist, Flauschig war halt eben eigentlich nicht das. Wir haben bestimmt noch zwei Imposter oder einen Imposter und einen Reaper. Also. Ich würde jetzt Flauschig wählen und eigentlich, wenn es danach halt Flo wählen. Ich weiß nicht. Flauschig. Ja, alle Geistertaste, dann haben wir es gleich gewonnen. Ja, es ist eigentlich egal, wen wir voten. Wie Flo. Erst Flauschi, dann Flo. Flo ist das krank, wirklich, wie sehr am Pär wird Easy. Oh no. Ich verzweifelt. Und Flo hat Easy gewotet. Okay, man sieht's doch. Jetzt hat Flo sich ja übelst Hass gemacht, aber gut, die haben den eh auf der Abschlussliste, das spielt auch keine Rolle mehr. Aufgaben haben wir alle, Logo muss noch eine machen. Elina ist, die macht schon, die ist schon weggedüst. Ja, dann ist es in 2 Sekunden vorbei mit den Aufgaben. Jetzt hört der Lisa um. Ah, nee, er hat Cooldown. Er hat so Cooldown, Alter. Ist eh gleich Ende. Elina, deine letzte Task, Elina. Bruder. Ah, sie macht. Sie ist am Kochen. Nicht drücken, nicht Button drücken. Elina kocht. Oh. Sind wir alle fertig mit den Tasks? Ja, ich bin mit allen fertig. Nee, einer fällt. Irgendeiner fehlt noch. Ein Mini-Pixel. Bestimmt ein Geist. Ich bin fertig. Irgendein Geist. Aber Ben macht das. Ben prädestiniert, dass er mal nicht macht. Alle in den Skipper, Nee, warte mal. Nee, wir wollten jetzt nicht. Nein. Warte doch mal. Hey, doch zu. Weil wenn ich Elina, Flo und was Rosanes in Admin habe reingehen sehen und Elina ist jetzt tot, warum... Weil es hätten ja dann Flauschi und Flo sein müssen. Ja, richtig, oder? Ist ja auch so. Ja, also Flo wird eigentlich safe sein, aber das Risiko, ihn jetzt zu voten. Nein, das Risiko ist jetzt viel zu hoch. Ist jetzt zu hoch. Also, den, wir bleiben einfach. Wir brauchen, wenn wir alle eh fertig sind mit unseren Ding, brauchen wir jetzt eigentlich nur in der Gruppe, müssen wir jetzt rumlaufen. Hört sich jetzt, also ist jetzt halt kacke so, aber wir müssen jetzt einfach nur, irgendein Geist muss jetzt seine letzte Task machen. Ja, dann bleiben ist eigentlich gewonnen, wenn jetzt der letzte Geist. Oder hat der einer von uns noch eine Task? Hallo, hä? Nee, ich hab nichts mehr auf der Karte. Ja, dann muss das halt irgendein Geist jetzt mal machen. Benjamin, mach deine Task. Ich hab meine Task gemacht. Na, Lisa, sagt euch Hallo. Ja, Hallo, hey. Elina kocht, Elina ist am Kochen. Elina kocht die letzte Aufgabe. Und zack, Ende. GG. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Es war eine bisschen kürzere Aufnahme heute, aber Leute, wir hatten eine sehr, sehr lange Session, ey. Bin ein guter Marsch. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge aber trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Bis morgen, euer Benson. Ciao.